Hi Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Three Houses. Wir möchten die Mission dieses Mal starten und zwar gegen die anderen Häuser. Da freue ich mich mega drauf, weil letztes Mal haben wir nämlich die Piraten platt gemacht und das hat mega gute Erfahrung gebracht, zumindest für einige. Ja, Mission. Einfach mal starten. Wir könnten das hier. Nee, dürfen wir nicht, okay. Das ist eines Monats. Ich wollte gerade sagen, weil. Ja. Gibt Gold, ne? Gold ist nie schlecht. So. Ausrücken zum Einsatz, Adler-Löwenschlacht, natürlich. Wir speichern. In der Sprechblase, ja, hatten wir relativ selten, ganz am Anfang kurz, aber sonst. Irgendwie noch nicht so wirklich, oder? Jedenfalls wäre mir es noch nicht so aufgefallen. Feld der Adler und Löwen. Grunder Field ist in the Empire. It's actually part of my family's territory. House Burgleys. It is the largest field in all of Fodlan. The grain it produces sustains the whole empire. Wait, I sure hope we don't destroy all that grain. It is considered the most suitable place for a large-scale battle. Professor, if it were up to you, how would you approach this battle? Ich würde einen Frontalangriff durchführen. Ich würde einen Gegner im guten Finden überraschen. Frontalangriff. That sounds like a certain someone we both know. But as you wish, we'll use whatever strategy you think is best. If the Black Eagle House bands together, we won't lose. Our strength is superior. So if we do lose, it will be on your shoulders, Professor. Okay. If you're not confident you can do this, just sit back and leave it to me. Immerhin ist er selbstsicher. The most you will do is make things worse. You'll just get in Lady Edelgard's way. Are you two about to fight? Oh, count me in! Wait, no, I think we all need to calm down. We have no lack of opponents. I am ready to go hunting for our enemies. Hunting isn't exactly... Well, I guess they're pretty similar, actually. Gonna hide in the fort and cheer everyone on. There, is a fort, right? Mine? Sure, but it's deep in enemy territory. How kind of you to offer to cut through for us. Das war clever. What? No, that's not what I meant! Good work, Bernie. This will be your first battle, won't it, Flame? You don't seem nervous at all. I shall give it my all. Our battle will begin shortly. The flag of the Black Eagles will soon grace Grunder Field. Auf jeden Fall. Ausrüstung brauchen wir nicht, glaube ich. Die waren beim letzten Mal relativ mit einem. Vielleicht sollen wir es mal einmal machen und dann. Aber erst im nächsten Monat mal gucken. Je nachdem, wie das Training läuft. Hoffe, den Kelps da rumzuwählen. Das sieht irgendwie knuffig, aber auch irgendwie dämlich aus. So, wir brauchen erstmal den Marktplatz. Ja, willkommen. Arsenal. Beides, du brauchst ein. Nein, brauchst du nicht. Warte mal. Erstmal muss ich so machen. So, Items. Stahlschwert. Lagern. Eine Göttin hast du, das können wir lagern. Engelsrobe, was macht das? Erhöht maximal KP dauerhaft um 5. Okay, machen wir dich unbesiegbar. Ah, so unbesiegbar ist es jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Eisenschwert, Stahlschwert. Natürlich nehmen wir ein Stahlschwert mit. Und ausrüsten. So, Edelgard. Das ist noch in Ordnung. Stahlschwert, Eisenschild. Genau, das wollte ich noch behalten erstmal. Stahllanze.
Brauchst du eine neue Lanze? Übungslanze? Rasslanze? Nee. Brauch Kurzspeer. Kann man werfen, aber. Der ist nur. Doch, Reichweite 1 bis 2. Aber Kraft nur 5. Brauchst du eine Stahllanze, Sylvain? Stahllanze. Nein. Stahllanze für Sylvain. Was haben wir denn da so? Ja, kaufen wir. Thanks a bunch. Come back. So, Sylvain. Du kannst du gleich erstmal ausrüsten. Ausrüsten. So, wen haben wir noch? Eisenaxt. Langspeer. Was ist denn bei dir die Axt ausgerüstet? Das irritiert mich gerade. Du bist ein Lanzenträger. Na klar. Lanze? B, ja. Ups. Warum ist die Eisenaxt ausgerüstet? Lagern. Langspeer, Stahllanze. Ausrüsten. So, Weihwasser kann weg. Miniaturbogen. Du solltest vielleicht noch was gegen Geflügelte mitnehmen. Irgendwas Cooles. Das hier zum Beispiel ein Übungsbogen. Übungsbogen oder ein Eisenbogen? Warte mal. Der hat 3 Angriff, der hat 6. Ja, kann nur mit dem mit. Ups. So. Das ist in Ordnung. Eisenbogen. Ja. Eisenschild, du bist auch noch. Stahlschwert, Eisenschwert, passt. Gebetsring. Was macht der nochmal? Heilt, okay. Das ist in Ordnung. Du hast eine Lanze dabei zur Not. Lederschild. Können wir das vielleicht austauschen? Trefferring, Marschring. Nee. Leider nein, ups. Streitkolben passt soweit, ne? Eisenschild, ja. Stahlbogen, Eisenbogen, Eisenschild, Heilung, ja. Gut, dann sind wir damit auch durch. Fertigkeiten. Was haben wir denn so? Nichts, nichts. Nope. Verzweiflung, was ist das? Initiiert die Einheit den Kampf mit KP weniger als 50%. Führt sie, wenn möglich, einen Folgeangriff vor einem gegnerischen Angriff aus. Das heißt, wenn wir unter 50% sind und angreifen, dann und zweimal angreifen dürfen, dann sind wir wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Steht da wahrscheinlich? Führt sie womöglich, ja genau. Dann führt er vielleicht einen Angriff aus. Also die beiden Angriffe vor dem Gegner. Kann nicht schaden, aber ich möchte das eigentlich gar nicht so weit kommen lassen. Was haben wir denn da? Lanze brauchen wir, Axt. Warum haben wir denn Axt hier? Fight den Verwenden von Strategienkraft plus 2. Also ich würde es schon gerne nehmen, aber ich weiß nicht, was ich rausnehme. Entweder nehme ich den weg oder Axt raus. Ich will die Axt weg. Tauschen. Ups. Ups, nein, so. Ja, KP braucht er nicht. Wer war denn das überhaupt? Genau, Sylvain, okay. Aha, aha, aha. Das bleibt, glaube ich, so. Genau. Lanze und Vernunft. Nö. Lanze, was ist... irgendwas, was... Wer ist das noch? Res, ja. Resistenz, genau so war das. Das brauchen wir auch nicht. Nein, 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 nein. 14. Na gut, dann war es das auch schon wieder. Ups. Kampftechniken. Nein, nein. 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 Nö. Bataillone, was können wir hier machen? Status. Achso, nee. Du. Kaiserliche Faustkämpfer ändern. Gerald Söldner, nein. Wir haben auch noch die anderen, ne? Schützen des Seifers, hä?
Quartierritter, genau. Ach, wir brauchen Stufe B dafür. Autoritätslevel ist für diesen Bataillon zu niedrig. Autoritätslevel. Schade. Was für Autoritätslevel hast du denn? Autorität Level 1. Autorität, da ist es doch. Du bist auf D. Okay. Okay. Klassenwechsel brauchen wir nicht. Einheiten. Du darfst nicht mit, das ist okay. Casper. Du gehörst zu. Okay. Spyless, dafür bist du dabei. Ich denke mal, es ist okay. Dann haben wir einen aktiven Heiler und dafür ihn als extra an ihr dran. Ja. So, Karte. Gucken wir uns an, was wir hier haben. Wir haben zwei Übergänge. Wir haben einmal euch. Ignaz. Soldat. Wir haben diesen Soldaten der Allianz dabei. Wo sind unsere Soldaten? Wir haben wieder keine. Danke. Königlicher Soldat. Noch einer. Ash. Ingrid. Okay, hier sind die Pegasus-Ritter. Das können wir uns schnappen. Das müssen wir erobern, oder was? Cloud? Gelb. Alles gelb, ne? Nee. Der ist rot. Der ist auch rot. Du bist da. Aber wenn die einen Schatz haben, was ist denn euer Schatz? Habt ihr keinen? Kämpfen die zusammen? Wahrscheinlich ja, ne? Schon mit dem besiegen haben wir gewonnen, oder wie sieht das aus? Ach ne, er hat einfach einen Höhenvorteil, ne? Weil er Bogenschütze ist. Stahlbogen. Okay. Lawrence. Die haben extra noch extra Soldaten, das ist unfair. Ist das Armbrustschütze? Nee, ne? Ich glaube nicht. Gibt's überhaupt Armbrustschützen? Ich weiß es nicht. Okay. Es gibt also nur diesen einen Schatz, der bewacht wird. Ich würde mich sowieso durch alles durchprügeln. Problem ist nur, wo gehen wir als erstes hin? Du hast nicht so eine große Reichweite. Euch könnte ich da erstmal weglocken. Wenn ich euch hier anlocke, ich könnte mich ins Gebüsch stellen, dann euch anlocken, damit ihr schon mal weg seid. Wenn wir das haben, dann würde ich sagen, die, weil die eine relativ große Reichweite eigentlich haben oder selten aufgehalten werden, aber da können wir Bogenschützen für nehmen. Das Bogenschützen nach links einmal. Gut, dass wir ihm Bogen mitgegeben haben. Glaube ich zumindest. Ja, unten der Eisenbogen. Gut, du bist wichtig. Illegard, können wir dich brauchen gegen Lanze? Wahrscheinlich schon. Deswegen tausche dich mal durch. Darf ich nicht? Schade. Aber wir tauschen mal so durch. So drei. Drei random. Ja, nicht random Nahkämpfer, aber unsere drei nicht so krassen Nahkämpfer, sag ich mal. Gegen unsere beiden richtig starken, die links sind. Okay, dann würde ich sagen, die hier links. Plus Bogen und die Magier. Die kriegt die Heilerin. Heilerin und Magierin. Der Heiler hier bleibt da. Genau. So. Das heißt, diese fünf werden hier links lang gehen. Und die hier nach rechts. Ich glaube, die Aufteilung passt sehr gut. Ich verlasse mich auf euch drei hier, dass ihr da gut was tankt. Weil, sonst muss ich sie noch überschicken. Sie macht das eh alleine. Weil es ist so OP. Naja, gut. Wir pumpen auch alles in sie rein, was wir haben, ne? Wenn wir irgendwas bekommen. Gut. Ups. Dann, was ist das hier? Das können wir nicht machen, okay. Das speichern wir einmal. Und ich würde sagen, wir starten das
Match. Alle Gegner besiegen, okay. Beiles und Edelgard wird besiegt. Das wird nicht passieren. The battle of the eagle and lion is set to begin at long last. Everyone, show off the results of your dedicated training. Ja, jetzt bin ich auch gespannt, was Igor hat. Remember, we're not just fighting for honor. There's a prize at stake. It's almost time to begin. Steal yourselves, everyone. Oh, eine Cutscene. You all should know. I am not about to go easy on you today. As long as we can pull off the win, doesn't matter how. Our victory must be absolute, no matter what it may take. It is time. Forward, now! For honor! Er sagt einfach gar nichts. Schön. Oh, behalten wir jetzt die ganze Zeit die Musik? Nice. In the center of the battlefield. The house that secures it will have a clear advantage. Du kannst eine Belohnung erhalten, wenn ihr mehr Gegner als die anderen Häuser besiegt. Beeilung, besiege die Gegner, bevor die anderen Häuser anfangen, sich zu bekämpfen. Da dies ein Übungskampf ist, sind besiegte Einheiten nicht permanent verloren. Okay. Oh no. Alter, was ist denn das für eine Balliste? Du kannst so weit schießen? 22 Angriff. Alter, Ash, du bist schon ein kleiner Arsch. Okay. I'm on it. Ja, du gehst dahin. I will get the victory. Ja, du kannst auch angegriffen werden. Ferdinand von Eyre. Du gehst dahin. So. Let us away. Dein Heilerin geht auch mal in die Nähe. Und dich hätten wir gesagt, ne? Genau. So. I will prevail. So. Stay focused. Nach links. Battle. As you wish. Gut, mal gucken. A stronghold for me to seize. Splendid. There goes Lawrence acting on his own. Guess we've got no choice but to capture the central hill and cover it. Wieso geht ihr nach links? Oh. Ja, danke. Alter, du hast ja gar keine Chance. Fähigkeit gestiegen, ja schön, D+. Na, das brauchen wir. Aber erst D+, wir brauchen B. Wow. So. Bernie, du gehst dahin. Lanze gegen Axt. Da gucken wir doch erstmal, was das kann. Was kannst du? Du hast 31 Angriff. Angriffsgeschwindigkeit von 10. 31, 10. Oh, doppelter Angriff. 31. Du hast nur 14 Verteidigung, das heißt. 16. Nee. Quatsch, 17 Schaden mal 2. Alter, hauen die rein. Okay.
So. Was sind die? Ich hab gehört, du willst volles von aus dem Maul kriegen. So, Ignaz. Das warst du. Dahin. Du wartest? Bis dahin. Nein. Das machst du, oder? Ja, komm. Stahllanze. Yep. This was beneath me. Hat sogar gereicht. Schön. Always getting stronger. So, dann kommt dich ja schon mal. Ja. So, warten. Okay. Lawrence, du machst gar nicht so viel Schaden. So, der heilt. Ich habe mich schon gewundert, was da jetzt gerade passiert. Beide machen keinen Schaden. Wow, das war effektiv. Auch null Schaden. Seid echt Schwächlinge, wisst ihr das? Oder wir sind aber nur zu gut trainiert. Das ist das deine Chance. Uff. Ja, wir stellen mich dahin. Du? Gehst mal dahin. Warte, Item. Wir wechseln uns schon mal auf den Bogen. Damit sich auf jeden Fall besser verteidigen kann. Aha, dann bist du angegriffen. Das bleibt so. Ich will die nämlich einzeln ranlocken, weil ich glaube, die können ganz schön stark sein. Was mit euch betrifft, ey, das ist aber allerdings easy peasy hier. So, Stahllanze. Haut den mal um. You're out of luck. So. So, ich halt mit dich schon mal weg. Auf dich muss ich aufpassen, ne? Kann das sein? Aber wir stehen im Busch, das ist ein Vorteil. So, dann können wir dich umhauen, aber mit Petra. Angriff. Oder warte mal. Nee. Schade, ich dachte, ich könnte da in den Busch rein, aber. Leider nein. 2x17 passt. Und jetzt passt es erst recht. I will not be stopping. So, kannst du noch jemanden angreifen? Nein. Stellen wir dich erstmal da rein. Ups. So. Sie kommt überhaupt nicht richtig hinterher. Sie auch nicht. Hm. Naja, gut. So. Bei euch möchte ich erst wissen, was ihr könnt. This could be our chance. To do. Cut through the golden deer. Ingrid, make use of your mobility. Circle back behind the Black Eagles. Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Greift uns wirklich an. Hm.
Ja, sieht so aus. Perfekt. 14 scheint nicht wirklich so stark. Wow. Ja, die sind wirklich stark. So, wir haben 3 Gegnerpack gemacht. Hier noch 0, wenn ich das so sagen darf. Daneben. Na gut. Neunzehn Schaden, ach du Schande. Alter, ist sie stark. Okay. Oha. Jetzt hat er auch seinen Kill gekriegt. Oha, oha. 19 Schaden. Das ist mit dir nicht in Ordnung, Frau. So. Ich könnte dich platt machen, aber du machst eh nichts. Das heißt, ich kann lieber dich hier angreifen. Wie sieht denn das aus? 2x11, wir kriegen auch 11 Schaden. Ich würde sagen, das ist schon das Beste, was wir haben. Wow. Dann machen wir es mal so. Deswegen solltest du eigentlich nichts haben. Nope. I've got many skills, you know. So, das heißt für uns, du heilst mal. Ja. Thank you. Sehr gut. War doch eine gute Idee, einen Heiler mitzuschicken. So, das heißt, du kannst den jetzt aber trotzdem wegbomben. Und tschüss. Be gone. Sehr gut gemacht. Wir können dich ja sogar noch dahin schicken. Yep. Und dich schicken wir direkt dahinter. So, ihr beide dürft nur nicht angegriffen werden von irgendwas Komischem. So, was haben wir denn jetzt hier? Nein, den da? Eisenbogen. Hm, für einen Schaden lohnt sich das überhaupt nicht. Du könntest ihn fast besiegen. Der wird auch so stark sein müssen, ey, ist der Hammer. Hier haut mir echt ganz schön Schaden raus. Okay, du bist das Ziel, aber du bist einfach nur eine Soldatin und du bist... Ja. So. Ich muss erstmal wegnehmen hier. So. Du bist mir nämlich ein Dorn im Auge. Ja, du kommst ran. Das heißt, du kannst angreifen. Eisbogen, ja. Oh, Doppelschuss. Perfekt. Ah, gut gemacht, Benny. Sehr gut gemacht. So, was heißt für uns? Wir gehen dahin. Nein. Du gehst dahin. Gut gemacht. Halt auf, da weiter rüber zu laufen, ihr Trottel. Ja. Auf sie kannst du euch schießen. Sie hat einen Ring. Also wieder voll halt. Warum rennt denn so dämlich darüber? Immerhin, ja, angreifen, schwächen ist ja gut, ne, aber irgendwie hat es nicht so drauf, jemanden zu killen.
Ist ja gut für uns. So. Ich könnte dich da hochschicken. Gegen Ritter? Ich weiß nicht, ob du gegen Ritter kämpfen kannst. Ich bräuchte was für einen Knüppel. So, ihr beide. Du wirst dann angegriffen von beiden. Was können die denn, sag ich mal? 21 Angriff. Angriffsgeschwindigkeit? Nicht nötig, 21, so. 21 und 28. 21, 28, beides nicht gefährlich. Dann hole ich mir mal euren Heiler. Stahllanze? Ja. Treff bitte. Sehr gut. What's next? So, was haben wir hier noch? Angriff, Stahllanze. Abstauben, ne? Ja, passt genau. Und weg mit dir. The mark of nobility. Sehr, sehr gut. Die kriegen sich alle gegenseitig. So, du gehst langsam nach da links hoch. Was? Eigentlich könnten wir mit den Magiern hier schon mal hin, ne? Damit ihr die Ritter kaputt machen könnt. Eigentlich müsste unsere Reichweite ja höher sein. So, dann gehen wir jetzt mal auf Frontalangriff hier. Wenn ich mir das richtig überlegt, hätte ich Ilgard auch über die Brücke schicken können. Zu den Rittern rüber. Wow. Das funktioniert wohl nicht. Ah, schade. Hier hat sich auch ein paar Kills. Alter, aber richtig viele Kills. Wollt ihr euch nicht zusammentun und mich angreifen? Alter, 23 Schaden? Und daneben. Haha, schön. 11 Schaden, das überlebt er. Alter, die sind alles zu doof, den zu töten. Schöne Sache. 11 Schaden? Ja, gut. Und wieder daneben. Wow, was ist das für ein Bogenschütze? Hammer. Er geht selbst auch in den Kampf. So. Was machen wir? Na toll, wir haben gar nicht viel. Nicht viel zu tun. Musst du mich auf mein Bett rumschießen? So, wie geht da lang? Wieso habt ihr denn plötzlich so eine große Reichweite? So, ja klar, die können sich auch bewegen. Hm. So, was hast du denn für eine Reichweite? Wenn ich da nicht rangehe, dürftest du gar nicht rankommen. Aber ich habe doch Fernangriffe, ne? Angriff? Ja. Das reicht auch für dich. All roses have thorns. So. Das war der. Ich schalte den nochmal dazu. Rettung. Moment.
Unterstützung, Rettung. Was passiert denn, wenn ich dich rette? Ah. Außer Reichweite geportet. Geil. Worauf schießt du jetzt? Aha, wieder auf sie. Der Ritter kann ruhig kommen. Bei ihr ist das egal. So, warten. Wie sieht es mit euch beiden aus? Brauchst du jetzt nicht heilen? Ach, warte mal. Könnte ich da abstauben, ne? Bei? Du kannst auch bis... Nee, bis dahin kommst du nicht. Du staubst den da ab. Ja. So, weg mit dir. This was beneath me. Seems simple enough. So, da der Part schon wieder ultra lang ist und ich vergessen habe zu schneiden, werde ich jetzt hier beenden. Und ja, ihr müsst damit klarkommen, dass der Part zu lang ist. Es tut mir leid. Nein, ich weiß ja, euch stört das gar nicht so sehr wahrscheinlich. Ich finde dieses Match gerade richtig cool. Nur blöd, dass sie sich so hart schnell bekämpfen, aber naja, gut, wir sind ja auch relativ schnell angekommen, dank den Rittern oder den Reitern beiden. Ja, gucken wir, wie das beim nächsten Mal ausgeht. Bis dahin dann. Ciao.